Leute, willkommen zurück. Ich würde sagen, wir machen jetzt das hier. We broke into General Lush's bunker and captured him, Comrade Stalin. Soon I will send him to Moscow. I can't wait for his arrival, Comrade Zhukov. Thank you for your service. Okay. Ja. Ah, Sturmgeschütz da oben, ja. Oh, ich meine, wenn wir schon so gezwungen werden, die Stadt da anzugreifen, können wir sie jetzt auch räumen, oder? So, hier hin. Okay. Sturmgeschütz. Hier hin. Okay. Heieiei, hat der da Artillerie. Okay, war zu erwarten, dass ich da jetzt nicht durchkomme. Das war zu erwarten. Ja. Bei Nacht ist Minenräumen immer am besten. Ja. Aber hier stehen. Ja. Artillerie mal nach oben, würde ich sagen, ne? Ja, aber sowas von. So. 06? Oh, das ist gut, ja. So. Ja. Wir müssen uns hier Stück für Stück vortasten, weil ich keine Ahnung habe, wo jetzt hier was ist. Sturmgeschütz. Ja. Ja, da hinten war was, stimmt. Gut. MA. Infanterie. Ja. Autsch. Passt. Boah, würde ich sagen, wir gehen hier hin. Na, die Pack ist ja gerade richtig gut in Form. Was hier? Das ist eine Pack. Oh, wow, wow, wow. Aber die Nacht hat mir ja gerade den Arsch gerettet. Moment, du könntest. Obwohl er sich hier aus ins Ausgeschossen. Also das Gebiet hier ist ja richtig ätzend. Aber wir könnten hier hinten. Sehr schön. Hier drauf. Infanterie. Nee.
Mal gucken. Artillerie. Die Panzerabwehr. Die können wir mal da reinstecken. Ja, ist okay. Artillerie. So, das Sturmgeschütz. Hier drauf. Artillerie. Ein kleiner leichter Panzer. Ich krieg den Zug nur hier oben lang. Ja, das ist natürlich was. Okay, So, du kommst hier lang. So, die Flak. Hier hin, weil plötzlich taucht da oben was auf. So, das hatte ich jetzt mal gar nicht mehr auf dem Schirm. Luftwaffe. Nee. Ja. Ah, das sind die Stukas von da oben. Stimmt, ja. Weil oben gab es ja noch die Luftwaffe. Wir machen mal das, nicht dass ich jetzt hier irgendwas reinrausche. So. Also Overrun ist schon eine geile Sache. Mit doppeltem Angriff. Das ist schon richtig eine geile Sache. So, und wieder raus. Ja. Nein! Oh, was machst du? Oh. Bist du denn von euren guten Geistern verlassen? Ja, gut, okay. Das Ding ist jetzt... Der Tropf ist jetzt hier gelutscht. Punkt. Oh nein, ne Pack. Das kann jetzt hier unten ganz böse Probleme geben. Das ist eine Flugabwehr. Die schicke ich hier hoch. Ich brauche hier unten Infanterie. Aber sowas von dringend Infanterie. Da schickt man wirklich die zwei hier mit. Die Überlegung ist, die vielleicht auch noch mitzuschicken, aber die hole ich lieber hier oben mit, ja. Ah, was ein verdammter Bockmist habe ich denn hier gerade gebaut. Ah. So, wie schaut es denn jetzt hier so aus mit... dem Angriff. Na, das bringt nichts, da komme ich keinen Schritt vorwärts. Okay. Aber wenn die Panzer da runterkommen, dann dürfte da hinten halt nichts mehr sein. Also das hoffe ich jetzt mal. So. Also Sturmgeschütz. Okay. So, Sturmgeschütz. Die Panzerabwehr hier hinten dran. Kann ich aber jetzt nichts machen. Okay, da ist auch noch irgendwas. Ja, ich habe fast hier nur Sturmgeschütze an der Linie. So, das Sturmgeschütz
hier drauf. Wir gucken das in der nächsten Runde, was das ist. Ich weiß es nicht. Ja, wir gucken mal. Das zuckt nicht. Ich brauche da auch Infanterie da oben. Ich habe echt hier oben kaum Infanterie. Das geht gar nicht. Hab ich mir denn hier wieder dabei gedacht? Ja, ohne Infanterie ist das halt echt hier, ja. Das Ding hier ist aber auch echt verteidigt, ne? Oh, was habe ich hier getan? Da ist ja auch... Ach, stimmt, da war ja noch was, ne? Das habe ich ja komplett vergessen. Stimmt, da war noch was drin. Machen wir mal hier den doppelten Angriff rein. Na gut, bei Nacht. Und zurück. Der ist in keiner Versorgung mehr, ne? Ne, der hat keine Versorgung mehr. Das heißt, der hat nur noch den einen Schuss. Gut. Ja, das hilft doch schon mal enorm. Nehmen wir mal hier drauf. Gut. Ja, das hier ist jetzt richtig problematisch und das da oben auch. Ja, ich brauche jetzt mal eine Infanterie da, weil sonst wird das hier ein Problem. Das wird hier ein Riesenproblem sonst, ja. Die einzige Art, wo ich da habe, stelle ich natürlich zum Fraß. Präsentiere ich die dem natürlich, ja, ganz toll. Zwei Schaden. Ja, der kriegt jetzt Probleme. Wenn da jetzt noch mehr Panzer kommen, kriege ich hier echt Probleme. Okay, das geht. Oh, wow, 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 wow. Ja, der kriegt Probleme. Da darf jetzt nicht mal so viel kommen. Okay, der hat eine Artillerie. Schon mal gut zu wissen, dass da eine Artillerie steht. Ah. Okay, den Panzer. Was will das wissen, ne? Ah, der hat mir Schaden gemacht. Ah. Ja, das ist die Luftwaffe von da oben gewesen, genau. Ja, muss es jetzt regnen. Echt jetzt. Ja. So, dann sagt mir doch mal, was hier ist. Okay. Was hier ist, wissen wir. Artillerie. Dann muss ich wissen, was hier ist. Das sehe ich nicht. Scheiße. Du. Raus. Aber ganz schnell. Das könnte die Armee vielleicht sein von da oben. Ich weiß aber nicht ganz genau. Guck mal her.
Okay, das. We've destroyed the recruitment centers in Königsberg, Comrade Zhukov. Good. I hope it will make our work easier, Comrade Rokossovsky. So, hä? Moment, Moment, Moment. Warum hat der jetzt? Müssen wir uns hier wirklich durchsneaken, ne? Ja, sieht so aus. Oh. So, dann würde ich sagen, ja. Deine Munition ist so gut wie leer. So, der Zug, der ist jetzt hier natürlich nicht gerade prickelnd. Ja, jetzt stehe ich hier wirklich so mit diesen leichten Panzern da rum. Das war so eigentlich nicht gedacht. Ist schon krass, ne? Du kommst hier gerade nicht richtig durch, ne? Ja, der ist komplett leer geschossen. Okay, machen wir das. Okay, hau mal ab, wunderbar. 04, 03, oh Gott, was? Werte. Naja, es bringt hier nichts. Oh, oh, das ist schon mal was ganz anderes. Es hat also doch an diese Artillerie gelegen. Moment. Was? Die haben alle Reichweite, oder? Ohne Wenn und Aber. Ja. Dann hauen wir die jetzt alle hier weg. Bei ihm eher weniger. 1-4, 0-4.
Okay. Wir halten hier die Linie. Dann passt das. So. Ja, der Regen versaut hier jetzt hier alles. Wahnsinn, ne? Wenn ich mit dir, hallo, so, mit dir hier angreife, passiert gar nichts. Die Bewegung. Würde ich nicht rankommen. Deswegen würde ich sagen, hier die Linie zu halten erstmal ist ganz gut. Achso, ich habe gar keine Munition mehr, sehe ich gerade. Okay. Ihr bleibt hier in Position. Okay, Infanterie. So, und du jetzt hier hin. Okay, da ist keine Flak. Dann Flugzeuge. Ne, das bist du. Ne. Hier. Okay. Ja, ohne Infanterie wird das dann, ohne Artillerie, ne? Da wird das wirklich nichts. Wir können hier hingehen. Oh, Scheiße. Ja, die Pack. Die haut da rein. Einfach nur weh, aber Infanterie kommt ja jetzt und hier auch und dann sollten wir das dann gleich hinkriegen. Ja, es tut aber einfach nur weh. So, hier hin. Komm mal hier hin. Das ist Wahnsinn, ne? So. Hier drauf. Hier drauf. Das ist Wahnsinn, ne? Das ist kein, da kommst du nicht richtig voran. So. Hier drauf. Hier drauf. Hier drauf.
Das darf doch nicht wahr sein. Ja, okay. Ne, geht nicht ohne Verluste. Der ist einfach sowas von scheiße zäh. Kriegst du da sonst nicht raus. Luftwaffe bringt da nichts. So. Tja, was machen wir hier? Kann doch nicht wahr sein. Ja, ich krieg den da nicht raus. Fort Queen Louise has been taken, Comrade Zhukov. But the Germans clearly want to recapture it and take back control of the road to Palau. Our recon reports a large concentration of forces in the west. They're preparing to attack. We have only one day to get ready. Hold fast, Comrade Vasilevsky. If we crush this counterattack, the enemy won't have enough left to attack again. Oh, toll. Ja, klasse. Gut, Artillerie mal hier hin. Artillerie mal hier hin. Das heißt, der Angriff hier hat sich dann mal komplett erledigt. Hier hin. Panzerabwehr hier hin. Ja, Luftwaffe, ne? Bomber. Also ich habe eine Runde Zeit, mich vorzubereiten, okay. Ich hätte es lassen sollen. Ich hätte sollen warten noch. Ja, jetzt ist es zu spät. Okay, Luftwaffe. Gut, das heißt für mich hier zurückziehen erstmal. Die machen das hier in Ruhe, ja. Ja, hier hin. Ja, das kommt jetzt richtig unpassend. Ah, das darf nicht wahr. Ja gut, wir haben jetzt hier halt geräumt, klar, aber hier die Flak, ja natürlich. Ja, die muss noch weg auf jeden Fall, dass ich da die Luftwaffe frei einsetzen kann. Und ja, und dann kommt, wird hier oben, müsste die eine Armee noch kommen. Also hier kann sie nicht durchkommen, weil hier ist zu. Das heißt, der muss hier durch. Das heißt, dann sind die hier eigentlich safe. Die Truppe müsste jetzt safe sein. So, wir schicken die Flak hier hin. Die gehen dann nachher da hoch und machen das. So. Ja, müssen wir die auch noch rüber schicken, alles. Also die Taktik von unten, das hat wunderbar geklappt. Die Zusatzmissionen haben natürlich ein bisschen ihr Teil dazu jetzt auch beigetragen, dass das jetzt hier in einem Eiltempo marschiert langsam.
Das Spiel zwingt dich ja hier wirklich zu hetzen. Was hat er vor? Na. Das dürften eigentlich nicht mehr viel Jäger sein. Nach oben Infanterie schicken, weil ich muss diese Gebäude da zu räumen, ist ja richtig ätzend. Das sind die Longton Artilleries, ist okay. Na, das sind diese Panzer von da oben bestimmt, ja. The Germans are attacking Fort Queen Louise. Excellent. We'll give them a warm reception. Destroy as many enemy units as possible. Also ich finde das jetzt nicht exzellent. Die kommen jetzt nicht gerade zu einer passenden Zeit. Das passt mir eigentlich jetzt gar nicht, aber okay. Das ist dem Spiel egal. So, wir machen noch schnell die Beförderung und im nächsten Part starten wir dann unseren Gegenschlag gegen die Herrschaften. Befördern. Was machen wir denn hier bei dem kleinen Panzer? Machen wir das. Panzerabwehr. Wir haben Falle stellen. Wir haben da erst. Jetzt ein progressives Manöver. Nach dem Feuern bewegen. Wir machen das hier mit dem Eingraben, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Okay. Leute, das war's von dem Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann starten wir hier den Gegenangriff. Ja, ich habe hier unten jetzt, ich habe jetzt hier leider nicht viel, weil ist alles hier in der Stadt. Das ist jetzt, ja, die zwei Panzer. Wenn die Luftwaffe, ja, müssen wir mal gucken, ob der auch Luftwaffe noch kriegt. Mit Sicherheit. Da oben Stockzeit, ja, die müssen da halt aushelfen, weil das wird so nicht klappen. Ohne die. Ja, Mist. Wir haben noch genug Zeit. Hier unten, das wäre schön, wenn wir das jetzt hier fertig kriegen können. Dann könnten wir nämlich die auch mal da hoch schicken langsam. Das wäre schon mal ganz gut, hier mal die Linie frei zu hämmern. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann.